Also erstmal möchte ich vielleicht noch was zu Open Source im Allgemeinen hinzufügen. Das fand ich ganz toll jetzt von Camp to Camp, dass immer so ein Haufen Komponenten auch einfach mal die Logos drauf sind. Also bei Open Source, da geht es am Ende auch um ein Stück Demokratie. Also die Entwicklungen, die man selber macht, fließen in die Community und fließen auch aus der Community wieder zurück. Das ist eigentlich ein demokratischer Prozess. Insofern passt das eigentlich ziemlich gut zur Schweiz, finde ich. So, Vortragstitel, Unternehmen auf Speed, Plattform mit Puppet. Die entscheidende Frage ist, was zur Hölle ist eine Plattform? Bei IT-Projekten, die laufen gerne mal so, also hat jemand vielleicht von euch einen berühmten Satz aus IT-Projekten, den er gerne hört, also der immer wieder vorkommt. Also ich hätte da zum Beispiel einen, also zum Beispiel, wir brauchen noch eben. Dieser Satz wird gerne von Sales mal genommen, an den IT-Techniker zum Beispiel oder von der Geschäftsführung an den IT-Leiter. Wir brauchen noch eben. Eben brauchen wir das noch. Und um das ein bisschen genauer zu spezifizieren, vielleicht noch kurzfristig. Also es soll nicht nur schnell gehen, sondern auch noch schnell anfangen. Und das passt üblicherweise in das Bild der Techniker sehr gut. Vielleicht als abschließende Erklärung, es ist ein wichtiger Kurs. Also es ist wirklich wichtig, also es ist kurzfristig und wirklich, ist, wir brauchen es eben. So groß ist die Sache ja nun wirklich nicht. Also was kann da schon schief gehen? Die Reaktion der IT-Abteilung ist üblicherweise, Matthias, das hast du doch rausgenommen, oder? Okay, da stammt mal was anderes. Also er hat es rausgenommen. Nein, das ist nur Spaß. Aber man will die Leute der IT-Abteilung üblicherweise nicht auf dem Klo hören, was die dann sagen, wenn der Chef wieder weg ist. Ja, wenn das IT-Projekt dann läuft, es läuft und läuft, und dann war übrigens gestern Abgabetermin. Das ist dann mit diesen mal eben und kurzfristig Projekten. Und dann haben wir es released und eben ging es doch noch. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist da falsch. Irgendwas ist da falsch. Ja, und dann müssen wir die Rechnung an den Kunden stellen. Ja, wie erklären wir das jetzt? In Berlin, da hatten wir doch auch so ein Projekt. Also ist halt eine komplexe Sache, so ein IT-Projekt. Also es ist dann halt sehr wichtig, klare Strukturen und Planbarkeit in einem IT-Projekt zu haben. Also schöne Zitate, loggen sich dann auf dem Server ein. Da muss diese Datei geändert werden. Also ich glaube, dann geht's. Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ach, es geht Ihnen geht nicht. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis wir es berufen haben. Das ist eigentlich ist 42 die Antwort auf alle Fragen. Aber ich habe jetzt einfach mal Plattformkonzept ohne 42 hingeschrieben. Die Idee ist halt, ein bisschen länger zu denken als mal eben, kurzfristig und der wichtige Kunde. So, das lasse ich mal eben für sich stehen. Vielleicht lesen Sie das einmal. Ganz kurz. So, wer kann das mal kurz zusammenfassen? Matthias! Also die Idee hinter einer Plattform, was soll die Plattform leisten? Das ist die Frage, die halt auch am Anfang stand. Was ist denn eine Plattform? Eine Plattform ist dem Nutzer, dann ist die Frage, wie der Nutzer ist, dem Nutzer selbstständig seine Aufgaben erledigen zu lassen, ohne jemanden fragen zu müssen. Also ich muss jetzt nicht bei der IT-Abteilung anrufen, da ein Ticket aufmachen und 2 Tage warten, das noch 5 Tage durchspezifizieren mit ihnen und dann kriege ich vielleicht mein Ergebnis nach 5 Review-Prozessen. Sondern die Idee ist, der Benutzer kann seine Sachen selbstständig erledigen. Der Benutzer ist dabei nicht nur der Endkunde, das kann er sein. Das kann aber auch einfach der First-Level-Support sein, das kann der Second-Level-Support sein, das kann der IT-Leiter sein. Die Idee hinter einer Plattform, man muss halt dann im allgemeinen Begriff schauen, wie für welche Nutzergruppen man das genau umsetzen will. Aber am Schluss geht es darum, dass die Leute selbstständig ihre Arbeit machen können, ohne ein Ticket aufzumachen. Denn es ist so banal, Geschwindigkeit, Speed entsteht dadurch, dass man auf keinen warten muss. Das ist eigentlich ganz leicht, aber eigentlich steckt da auch wiederum viel drin. Nicht warten müssen,
nicht mit anderen kommunizieren müssen, um die Dinge zu erledigen, die man gerne erledigt haben würde. So, und da sind wir beim Open-Source-Thema. Die Wege zur Plattform sind A, fertige Komponenten. Nicht alles selber bauen wollen. Also das in Open-Source-Kreisen wird gerne mal gemacht. Also das habe ich ja gar nicht selber programmiert, das kann nicht sein. Ich bin relativ sicher, dass man nur so eine Plattform zustande kriegt. Offen, die Schnittstellen sollen offen sein. Im Idealfall auch der Quellcode ist offen, damit man auch externe, also die Gesellschaft mit in die Entwicklung einbeziehen kann. Das sind, wenn man das betriebswirtschaftlich hart sagt, kostenlose Entwicklungsressourcen. Offene Schnittstellen helfen, die Austauschbarkeit von Komponenten sicherzustellen. Denn sie werden immer wieder bei so einer Plattform feststellen, irgendwas passt da irgendwann nicht mehr. Und da muss man es austauschen können. Und am Schluss sind wir bei Bausteinen. Dann bin ich froh um die Grafik von Camp2Camp, diesen ganzen schönen Software-Bausteinen. Benutzen Sie Bausteine und nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Nämlich die auszutauschen, das schaffen Sie garantiert nicht. Also wenn Sie Ihre Microsoft-Universum haben und da jetzt was austauschen wollen, also jeder, der das mal gemacht hat, kann davon ganz viele Geschichten erzählen, wie einfach das funktioniert. Es gibt aber auch Wege, wie man die Plattform nicht hinkriegt. Ich hatte da erst ganz viel Text stehen, ich habe das alles zusammengestrichen, deswegen ist es zu spät geworden. Geht nicht, gibt es nicht, weiß ich nicht. Also erstens, Sie können so eine Plattform bauen. Also Größenordnung von Organisation ist vielleicht interessant. Also ich habe mal gedacht, das braucht man für ganz große Unternehmen. Also wenn Sie da 10.000, 50.000 Mitarbeiter haben und gigantische IT-Fuhrparks, dann brauchen Sie sowas. Das stimmt aber gar nicht. Also selbst in kleinen Organisationen, auch Schulengrößen und so weiter, können Sie mit kleinen Plattformen, Sie müssen ja nicht ins letzte Detail gehen, die Arbeitsprozesse der IT stark beschleunigen. Also ein bisschen Selbstvertrauen, man kann das. Gibt es nicht, nicht alles selber erfinden. Die Dinge sind oft fertig, die kann man einsetzen. Also in der Open-Source-Welt gibt es so viele Komponenten. Oft ist es nur ein bisschen Recherchearbeit, die richtige Komponente zu finden, die die Arbeit erledigt. Und weiß ich nicht, ist ganz schlimm. Weiß ich nicht, also Sie können nicht einfach alle Open-Source-Komponenten, die wir hier aufgedruckt hatten, installieren und dann läuft das. Da steckt extrem viel Wissen drin, wie Sie diese Komponenten miteinander verschalten müssen. Das ist auch nicht trivial, also zu erzählen, ja, Sie nehmen jetzt Open-Source und dann funktioniert das. Also Sie nehmen auch kein Active Directory, installieren das und dann haben Sie den ganzen Bund mit Microsoft versorgt. Also so funktioniert dann Active Directory auch nicht. Weil Sie müssen dann Verteilung, Lastverteilung, Ausfallsicherheit, Backup und Restore und den ganzen Kram, Monitoring organisieren, Rechte und also das ist eben nicht trivial. Und da reibe ich mich manchmal bei Open Source, sage ich mal, Lobbyisten dran. Man braucht Wissen, um das zu machen. Aber das Schöne bei Open Source ist, Sie können Ihr Wissen einbringen. Also an anderen Stellen kriegen Sie einen riesen Blackbox und wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Bei Open Source können Sie zwischen die Komponenten schauen und Ihr Wissen nutzen. Und wenn Sie es nicht selber können, vielleicht einen Dienst leisten. So, da habe ich jetzt mal einen riesen Abriss über Puppet gemacht. Also Puppet ist halt die Basis, da ist extrem viel fertig. Das ist auch eine Open Source Komponente, es gibt natürlich wie in einer Open Source Welt 5 Milliarden Alternativen. Aber im Puppet Ökosystem gibt es eigentlich extrem viel fertig. Und fertige Komponenten benutzen ist Gold wert, wenn man eine Plattform bauen möchte. Vor allen Dingen rausheben möchte ich mal Schulungssystem. Das heißt also, auch dort können Sie sich professionell weiterbilden lassen. Und es ist natürlich Cross-Plattform, das heißt also, Sie können damit Linux, BSD, Unix, Windows und Mac OS X beglücken. Wobei der Hauptfokus, muss man ehrlich sein, Linux ist, aber wir betanken damit auch Windows-Server, die dann irgendeine Rolle installiert kriegen. Das geht alles. Die ganzen Tools, da müssen Sie sich nicht merken, dafür haben Leute nicht viel Zeit.
Vielleicht noch als oberster Punkt, das ist sicher die größte Automatisierungs-Community weltweit. Also wenn Sie automatisieren wollen, eine Plattform macht, die Ihnen die Arbeit abnimmt, Standardaufgaben erledigt, Puppet ist definitiv ein Blick wert. Mit Puppet allein kann man keine Plattform bauen, es besteht halt dann auch aus ein paar Komponenten mehr. Zum Beispiel einer Virtualisierungsplattform wie OpenStack oder aber auch einem Jenkins, der einem Automatisierungsaufgaben abnimmt und viele, viele Komponenten mehr. Am Ende muss man da zusammenstecken, wie es für einen passt. Das ist ein Baukastensystem und keine Standardlösung, die man einfach installieren kann. Ja, so, da bin ich auch schon durch. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Hat noch jemand eine Frage? Was braucht man Puppet jetzt ganz genau? Also Puppet, um vielleicht da nochmal den Einstieg zu geben, ist ein Automatisierungswerkzeug, mit dem Sie ganze Serverfarmen korrekt konfigurieren können, Ihren Spezifikationen entsprechend. Und das können Sie aber, das war der Gedanke, den ich eingebracht hatte, nicht nur im großen Rahmen benutzen, also Sie können es auch für 100.000, 10.000 Server benutzen, aber auch im Rahmen von 5 bis 10 physischen Servern, wo zum Teil dann auch viele virtuelle Maschinen laufen, macht das sehr schnell Sinn für Reproduzierbarkeit. Stellen Sie sich vor, Ihr System stürzt ab, Sie brauchen noch ein Testsystem. Die zwei Fälle. Beim einen können Sie ein Backup einspielen, noch ein Testsystem. Da muss noch irgendwas anders sein, wir brauchen noch eine Variation. Wenn Sie das einfach mit Images abbilden wollen, ist sehr schwierig. Also das sind diese Automatisierungswerkzeuge wie Puppet ganz toll im Baukastensystem Server zusammenzustecken. Ja, falls noch mehr Fragen sind, können Sie uns auch eine E-Mail schicken. So, vielen Dank und eine schöne Pause.